heute Mittag. Er hat gedreht am Set und dann konnte man ein paar Fotos machen und konnte mit ihm sprechen. Sehr sympathischer, geht auf die Leute zu und dann haben wir ihm sprechen können. Und er ist natürlich an Fitness interessiert und ich hoffe, er kommt jetzt demnächst vorbei. Zumindest hat er es uns gesagt. Genau, Chris Hemsworth ist ein absoluter Sportfreak. Er hat sogar seine eigene Fitness-App mit dem Namen Center. Natürlich werden die Ansprüche entsprechend hoch sein, oder? Hat er gesagt, welche Geräte er bevorzugt? Haben Sie darüber auch gesprochen, ob er irgendwas Spezielles braucht? Nein, er hat nur gefragt, was wir haben. Und wir haben ja in dem Fitnessstudio alles. Und er hat auch von seiner Crew, da sind ungefähr 50 Leute, die trainieren ja bei uns und die gehen auch am Abend in die Sauna. Wir haben so eine schöne Panoramasauna mit Blick auf die Stadt. Und wenn es kalt war, so haben ihm seine Crew immer erzählt, wie toll das war, wenn sie nachher in die Sauna gehen konnten. Was er uns gefragt hat, wie lange wir offen haben und ob wir eventuell für ihn länger offen lassen oder früher aufsperren. Und habe natürlich zugesagt, wenn wir es vorher wissen, dann sperren wir natürlich später zu für ihn. Genau, das wollte ich gerade fragen. Ich meine, der hat über 50 Millionen Fans auf Instagram. Chris Hemsworth ist natürlich ein Shootingstar sozusagen. Es ist ja mit Freude erwartet worden, dass er in Wien ankommt. Jetzt besteht natürlich die Gefahr, dass es dort zu einer Überlastung kommt bei Ihnen im Studio. Oder wie läuft das? Wird er weiträumig abgeschirmt? Kommen da viele Securities oder geht er ganz normal rein trainieren? Also noch hat er nicht trainiert. Er ist erst gestern gekommen. Seine Crew, die ist ja schon eine Woche da und die drehen. Und die kommen immer wieder mal, wenn sie nichts zu tun haben oder am Abend kommen sie. Nein, das funktioniert ganz gut. Bisher ganz gut. Wenn natürlich der Chris kommt, dann wird man natürlich schon schauen, dass man mal ein bisschen abschirmen kann. Vielleicht ist es wirklich besser, er kommt dann, wenn die Leute eher schon weg sind am Abend. Und ich habe ihm dann gesagt, ich freue mich, wenn er zu uns jetzt bald kommt. Und er hat gesagt, ja, er wird kommen. Das war es eigentlich schon. Also das war ein bisschen ein paar Worte, konnte man wechseln. Aber es ist die Möglichkeit von Ihrem Studio aus, die Dreharbeiten ein bisschen zu beobachten, auch habe ich gehört, oder? Das ist richtig. Also alle unsere Mitglieder, die trainieren natürlich, die sonst vielleicht 10 Minuten am Crosstrainer sind, sind plötzlich eine Stunde am Crosstrainer, weil man auf den Set runter sieht und man sieht dort, wie die Szenen drehen. Also die Leute sind jetzt von uns viel besser trainiert und haben gesagt, sie trainieren länger, weil sie halt warten, dass sie den Chris sehen. Also man kann ihn wirklich verfolgen, wie er unten, wie die ganzen Szenen sind. Und direkt vor unserem Fenster fliegt dann immer wieder mal der Hubschrauber vorbei. Also unsere Mitglieder sind alle begeistert von den Szenen der letzten Tage schon.